Die Miniklasse ist unterwegs im zweiten Lauf. Auch hier ähnlich spannend in der Meisterschaft. Aber zuerst die Startaufstellung. Ben Dörr hat gestern den ersten Wertungslauf gewinnen können. Der Fahrer mit der 133 vor Finn Zulauf mit der 177. Folgerichtig die beiden Fahrer in der ersten Startreihe. Flint Schnickenberg mit der 128 und Lennart Wolf mit der 122 dann in Startreihe 2. Aus der dritten Startreihe heraus rollt mit der 111 Henry Hecht an den Start. Neben ihm die 146 Gianni Andrisani. Luca Thiel, die 199, teilt sich die vierte Startreihe mit Linus Hansen, der 116. Nathalie Klügel, die 104 und die 109, Henrik Seibel dann in Startreihe 5 und in der sechsten Startreihe, da rollt an den Start die 120, Michael Koppitz und Maximilian Burkhardt, die 123. Die 110, Vincent France und die 112, Finn Gersitz, machen das Feld in Startreihe 7 komplett. Und wie sieht's aus in der Meisterschaft? Finn Gersitz, der hier auf Platz 14 startet, hat 217 Punkte. Das heißt, 4 Punkte Vorsprung auf Ben Dörr, der Fahrer mit der 133, der hier von Startplatz 1 aus ins Rennen geht. Und ebenfalls mitreden kann Lennart Wolf. Die 122, der von Startplatz 4 in dieses Rennen geht, der hat 204 Punkte auf seinem Konto, ist derzeit vor diesem Lauf Dritter. Lichter sind ausgegangen und es ist wieder Ben Dörr, der als Erster am Fahrerlager in die Kurve einbiegen kann. Und wieder sehen wir bei Ben Dörr, das haben wir gestern schon beobachtet, an dieser Spitzkehre, an dieser leichten Steilkurve, beim Anbremsen, wie er das Kart schräg stellt, um hier zwar Schwung zu behalten, aber natürlich auch dementsprechend, um die Kurve fahren zu können. Da ist ja immer so ein leichter Drift drin in den Kurven, ungefähr bis zur Mitte. Da kann man driften, dann sollte man aber das Kart wieder beruhigt haben, dann sollte man das Kart wieder frei fahren lassen, um mit möglichst viel Schwung aus der Kurve wieder rauszukommen. Und Ben Dörr bringt gleich mehrere Meter zwischen sich und seine Verfolger in dieser ersten Runde. Und zu den ersten Verfolgern gehört der Flint Schnickenberg, der Fahrer mit der 128. Schnickenberg, der im vor zwei Jahren Zweiter der OKG geworden ist. Und der hier in Wackersdorf im letzten Jahr sein bestes Ergebnis mit einem vierten Platz im Pre-Finale herausgefahren hat. Letztes Jahr, da gab es zwei Läufe, in diesem Jahr neu bei der Rotax Max an jedem Wochenende drei Läufe zu fahren. Ja, und hinter Schnickenberg hat sich der Finn Zulauf mittlerweile festgefahren. Der achte der Mikroklasse des letzten Jahres, der Fahrer aus Königstein, der im letzten Jahr ebenfalls hier mit dabei gewesen ist, mit einem vierten und einem dritten Platz. Die Frage ist, wo ist Finn Gersitz? Der fährt im Augenblick auf Platz 12. Also auch hier verliert der Führende wieder seine Spitzenposition an diesem Wochenende. Auch hier in dieser Miniklasse wird wieder neu mit jedem Rennen die Karten gemischt. Zulauf jetzt dran an Schnickenberg, geht aber noch nicht vorbei. Ja, beobachtet wird das Ganze dann von Luca Thiel, der 13-Jährige, der im letzten Jahr hier zweimal Sechster geworden war bei Auftakt der RMC. Und immer wieder am Ende der Start- und Zielgeraden der Angriff von Zulauf auf Schnickenberg in dieser Steilkurve. Und immer wieder kommt da Zulauf nicht
an ihm vorbei. Aber Luca Thiel, der nützt das Ganze aus. Der fährt sich zu diesen beiden heran. Denn diese beiden, die können natürlich nicht auf der Ideallinie so bleiben, wie man sich das wünschen würde. Sondern die müssen natürlich schauen, dass sie hier Kampflinie fahren. Und dementsprechend kann natürlich jemand, der dort hinten unterwegs ist, wie der Luca Thiel, sich dann heranschleichen. Luca Thiel übrigens Vierter mit 178 Punkten vor diesem Lauf. Und hinter Luca Thiel dann Lennart Wolf, der Dritte vor diesem Lauf. Und da geht es eigentlich so im Fernduell zwischen ihm und Finn Gersitz, eigentlich kann man sagen, schon um Platz 2. Gersitz derzeit 10. Das heißt 6 Punkte für ihn. Wolf als 5. 11 Punkte. 5 Punkte Rückstand. Das würde Lennart Wolf zwar näher an Finn Gersitz heranbringen, aber würde noch nicht den zweiten Platz bedeuten. Aber dann im dritten Lauf, da kann der Lennart Wolf, der, wenn es so dabei bleibt, vor Gersitz startet, doch noch gute Chancen haben auf diesen zweiten Platz. Und jetzt legt er auch noch Bestzeit vor, Lennart Wolf, mit 54.313 in diesem Rennen. Jetzt will er die Lücke doch noch schließen auf den Luca Thiel. Und in seinem Windschatten, da bringt er den Gianni Andrisani natürlich auch noch mit heran. Während vorne Ben Dorre erstmal auf und davon gegangen ist, hier auf seiner Lieblingsstrecke des Butzbachers. Zweimal Zweiter war er im letzten Jahr in Wackersdorf bei den Rennen zum Auftakt der Saison, und zweiter und dritter Platz war dann sein Ergebnis, als es um die Punkte hier in Wackersdorf gegangen ist, innerhalb der Rotax Max Challenge. 3 Minuten, 30 Sekunden und eine Runde sind noch zu fahren. Erleben wir jetzt eine ähnliche Triumphfahrt wie bei der Mikroklasse von Maximilian Tarillon? Wie sieht's hier aus? Bender sicher in Führung. Über 2 Sekunden bereits sein Vorsprung. Aber dahinter ist nichts entschieden. Flint Schnickenberg ist dort. Da ist der Luca Thiel. Da ist der Lennart Wolf. Da ist auch der Gianni Andrisani. Und da ist der Finn Zulauf zurückgefallen auf Platz 6. Und hinter Zulauf auf Platz 7. Aber schon wieder mit einem größeren Rückstand von 2 Sekunden. Da sehen wir dann den Finn Gersitz derzeit auf Platz 7 seine Runden drehen. Aber diese Vierergruppe hinter Bender, die wollen wir natürlich nicht aus dem Auge verlieren, denn da geht es jetzt nochmal richtig rund in diesen letzten 2 Minuten 20 Sekunden. Und natürlich die eine Runde, die müssen wir natürlich ebenfalls noch mit einrechnen. Und jetzt kommen sie raus aus dem Innenraum. Weiterhin Schnickenberg vorne. Nein, jetzt vorne der Luca Thiel, der auf den zweiten Platz gegangen ist. Und da kommt die schwarze Flagge mit orangenem Punkt für die Startnummer 116, und das ist der Linus Hensen, der ist derzeit als 11. in diesem Rennen unterwegs. Also raus für Linus, reparieren lassen den Defekt, und dann kann er wieder hier an den Rennen teilnehmen. Ja, Luca Thiel ist jetzt auf Platz 2 nach vorne gegangen, wie bereits angesprochen. Setzt sich auch schon ein wenig von den Verfolgern ab, möchte jetzt einen sicheren zweiten Platz hier herausfahren. Flint Schnickenberg auf Platz 3 und Lennart Wolf und Gianni Andrasini, die kämpfen noch um Platz 4 oder 5
in diesem Lauf. Und dann kommt von hinten der Lennart Wolf, versucht sich auf den vierten Platz zu fahren. Und dann ist auch noch Gianni Andrassini vorne. Andrassini holt sich jetzt erstmal den dritten Platz von Schnickenberg. Und dann versucht Lennart Wolf ebenfalls an Schnickenberg vorbeizugehen. Gleichzeitig aber Schnickenberg will wieder zurück auf seinen dritten Platz, will vorbei an Andrassini. Und das ist natürlich der große Vorteil jetzt für Luca Thiel. Der kann sich jetzt so ein bisschen absetzen von dieser Gruppe. Und da ist der Gianni Andrassini ebenfalls noch mit dran. Andrassini, der mit 123 Punkten vor diesem Lauf auf Platz 7 im Klassement liegt, kann da natürlich noch einiges gut machen. Schwarze Flagge kommt jetzt raus für den Linus Hansen. Da ist der Heckauffahrschutz defekt gewesen und er ist nicht rausgefahren. Er hätte das reparieren lassen können, dann hätte er wieder mitfahren dürfen. Und jetzt kommt die Verwarnungsflagge für die Startnummer 110, Vincent France, plus 5 Sekunden für eine Aktion bei Vincent France. Aber vorne haben wir jetzt eine Fünfergruppe hinter Ben Dorr, die sich da zusammengesammelt hat. Und es ist die letzte Runde, die hier läuft. Ben Dorr wird diesen Lauf gewinnen, wird damit an die Spitze der Meisterschaft gehen vor dem dritten Lauf. Aber was passiert dahinter? Gianni Andrassini dreht sich nochmal auf der Gegengeraden um, schaut nochmal nach hinten. Da ist der Luca Thiel, da ist der Flint Schnickenberg, da ist der Lennart Wolf und da ist der Finn Zulauf noch mit dabei. Und der Finn Gersitz auf Platz 7, ja, der wird sich da nicht mehr einmischen können. Letzte Runde beginnt. So, also schauen wir nochmal drauf. Ben Dorr, also sicherer Sieger. Dann Gianni Andrassini vorne auf Platz 2. Luca Thiel, die 199 weiterhin auf Platz 3. Tut sich da noch was in dieser Gruppe, an die jetzt auch noch der Finn Gersitz sich dazu geschoben hat. Vorne gewinnt Ben Dörr diesen Lauf ganz souverän. Vor, ja, vor wem? Vor Gianni Andrassini, der sich über diesen zweiten Platz natürlich riesig freuen kann. Luca Thiel wird Dritter, Flint Schnickenberg als Vierter im Ziel, Lennart Wolf als Fünfter, Finn Zulauf als Sechster, Finn Gersitz wird Siebter, kann damit auf jeden Fall noch den zweiten Platz halten vor dem dritten Lauf. Auf Platz 8 kommt dann der Maximilian Burkhardt an. Henry Hecht wird Neunter. Nathalie Klügel dann als Zehnte im Ziel vor Michael Koppitz. Und Vincent France wird Zwölfte, holt sich 4 Punkte und kommt sozusagen noch über die volle Distanz. Soweit die Klasse Mini am heutigen Vormittag. Und das zweite, alles entscheidende Mini-Rennen, das erleben wir dann um 13.36 Uhr.